Jo, ihr verrückten Biester, im heutigen Video haben wir wieder an der Orkstadt gebaut. Wir haben darüber gesprochen, wie lange man so für ein normales Pixie-Biester-Video braucht. Außerdem haben wir die Frage beantwortet, ob wir uns schon mal persönlich getroffen haben. Und ihr erfahrt auch, wie wir überhaupt zum Minecraft-Bauen gekommen sind. Es gab aber auch viele andere kleine Themen, deswegen wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Video. Elibu, wie lange sitzt du an einer Cinematic? Ganz unterschiedlich von 2 bis 20 Stunden alles dabei schon gewesen. Komplett unterschiedlich. Aber so im Durchschnitt 6 bis 7 Stunden. Bei den ganz kurzen Videos kriegst du auch manchmal schon in 2, 3 hin. Ja. Das habe ich letztens auch mal wieder gemerkt. Durch meine Facharbeit, ich musste dann auch noch einen praktischen Teil machen. Also habe ich natürlich einen Film geschnitten. Und da, ja, habe ich auch wieder gemerkt, was da für ein Aufwand hintersteckt. Das Recht, wenn man das auch selber einsprechen muss oder so. Ich glaube, ich habe 3 Stunden allein schon gebraucht, um da 2 Minuten einzusprechen, weil ich mich die ganze Zeit versprochen habe. Weißt du, so die Aufnahme läuft und genau dann fängst du an, dich zu verhaspeln und sonst sowas. Zwar ja. Ist mir bloß aufgefallen, das war immer richtig heavy. Ja. Im Endeffekt habe ich dann nur noch einzelne Sätze eingesprochen, die dann zusammengeschnitten. Ja, ja. Das ist halt auch am Anfang, bei mir war das auch so, ich habe übel viele Fehler gemacht und inzwischen kann ich teilweise die Endcards oder die Anfangsdinger schon One-Take aufnehmen. Ja. So, und das war's auch schon wieder mit dem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben sehr freuen. Also manchmal, nicht wenn das jetzt 3 Minuten geht, aber ich mache weniger Fehler beim Sprechen. Ja, das ist dann einfach auch schon die Erfahrung und das häufige Tun. Ich hab's bloß immer wieder gemerkt und auch dieser Aufwand, der hinter dem Schneiden liegt. Ich meine, du hast eine Sequenz, die geht dann im Endeffekt 20 Sekunden und es sitzt so 20 Minuten, um das dann irgendwie zusammenzusetzen und einen schönen Übergang zu bekommen und das Recht auch vorher schon im Video zu strukturieren. Bei mir ging es ja darum, irgendwas zu erklären und da muss man natürlich auch erstmal drüber nachdenken, was und vor allem wie erzählst du das? Das ist das Schwierigste. Du musst ja erstmal einen Plan machen und dann, boah. Das finde ich aber bei Tutorials furchtbar anstrengend. Das ist ja, deswegen sind Tutorials auch neben den ganzen Timelapses mit am anstrengendsten zu machen, zu produzieren. Wie werden die Trial-Projekte festgelegt? Wir haben einfach einen Themenpool. Einen Themenpool, wo einfach wir mal gefragt haben, welches Thema fändest du interessant? Und das hat dann jeder aus unserem Team hat da irgendwas reingetan einfach, ne? Ja, wir haben einfach Themen, jede Menge, eine riesige Sammlung und daraus wird das dann einfach ausgelost. Das heißt, wir haben eine Nummerierung, da wird mit irgendeinem Generator hier so random eine Nummer generiert und dann wird dann ein Thema gezogen. Beziehungsweise 3 in dem Falle. Ja. Kennt ihr euch persönlich? Also wir beide kennen uns auf jeden Fall persönlich. Ich weiß nicht, ob Splecko noch da ist gerade. Splecko ist auch noch da, ja. Also wir drei, wir kennen uns auf jeden Fall persönlich. Wir drei kennen uns auf jeden Fall persönlich. Genau, und ich freue mich auch schon, weil wir uns vielleicht bald wieder sehen. Ey. Ja! Wie seid ihr auf das Bauen in Minecraft gekommen? Also ganz anfänglichen Anfänge, würde ich mal sagen, Gronkh. Weil Gronkh hat es damals einfach angefangen zu spielen, so als gerade das rauskam und es hat damals schon überhart gefetzt, so wie der dort diese ganzen Sachen zusammengebastelt hat und erst recht so sein Lagerhaus oder was er da hatte. Das fand ich immer richtig cool. Sowas wollte ich dann auch irgendwann mal bauen und dann hatte ich mir dann irgendwann mal Minecraft anfangs gecrackt und dann selber angefangen, so im Survival-Modus so, keine Ahnung, wie auch so eine Gronkh-Welt aufzubauen. Also damit hat es bei mir angefangen. Also Gronkh hat mich da auf jeden Fall beeinflusst. Ja, ich glaube, bei mir war es so ähnlich. Zählt ihr Minecraft-Building zu zocken? Ich kann mich nicht ganz entscheiden. Also nee, ich zähle es nicht. Ich zähle es eher sogar zu arbeiten teilweise. Wenn ich jetzt mal eine Commission mache oder sowas, dann geht es auch wirklich um Deadlines und um Termine, aber wo es halt abgegeben werden muss. Commissions, oder? Also ansonsten eher ist es so nicht unbedingt. Ansonsten, also zocken ist einfach das falsche Wort. Das ist eher so kreativ ausleben. Das ist ja eher der Spieß umgedreht, weil wir sind eher die dahinter stehen, diese Maps bauen zum Beispiel und eher diese Content-Creator sind, sagen wir es mal so. Und da steckt schon teilweise Arbeit dahinter, aber auch viel so dieses Freiwillige und einfach was Spaß macht, so hobbymäßig halt. Hier wird gefragt, ob man unseren Server auch mal mit einer anderen Version zugänglich machen kann. Wenn die 1.13 rauskommt, werden wir wahrscheinlich auf die updaten. Wir wollen dann halt wieder auf die neueste Version gehen erstmal. Jo. Aber es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Wird die Orkstadt, wenn sie fertig ist, kostenlos zum Download sein? Wahrscheinlich nicht. Das mit dem kostenlosen Download ist immer so eine Sache, weil das Ding ist, im Endeffekt, die Leute downloaden sich's, gucken sich das ein paar Minuten an und dann liegt's auch wieder nur irgendwo rum. Ja, eigentlich kostenloser Download wahrscheinlich, wenn man dahin geht, dass es langfristig genutzt wird, sogar sinnloser, weil dann wird es sich einmal kurz angeschaut und das war's. Für wen baut ihr diese Map? Einfach so für uns. Mit welchem Tool, /Command, kann man Gebäude krümmen, off-ex? Krümmen? Ach, du meinst jetzt, okay, so drehen wahrscheinlich. Du kannst das einmal einfach mit Rotate machen. Du kannst auch bei Rotate nicht nur Rotate 90, du kannst auch 45 oder Rotate 10. Da wird immer die Gradzahl dann angegeben. Also wie viel Grad du dein Gebäude drehst oder was auch immer du da gerade drehen möchtest. Du kannst das Ganze natürlich auch mit Deform machen. Da ist das Ganze natürlich wieder ein bisschen komplizierter, weil du da eine andere Funktion hast, die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Da müsste ich mir das jetzt nochmal angucken. Aber du hast ja deine off-ex-Sachen hier zum Beispiel auch einfach so mit der Hand Ja, man kann das auch mit der Hand machen. Also das Ding ist,
Es lohnt sich eigentlich nur, wenn es Ganze wirklich ein bisschen größer ist. Und jetzt bei der Größe, die ich jetzt hier gemacht habe, da hat einfach mit Stacken und mit Hochstacken und Flippen und so Zeugs, das reicht dann schon völlig. Hier ist eine gute Frage. Die ist wirklich extrem gut. Und zwar ist das, denkt ihr, eure Arbeit wird sich mit der 1.13 und den endgültigen Wegfallen der IDs stark ändern? Die Plugins werden anders und müssen auch neu gemacht werden teilweise. Und es wird sich auf jeden Fall einiges ändern. Ich kenne mich damit leider nicht so gut aus, aber es wird sich auf jeden Fall ändern, ja. Also, warte mal ganz kurz, wenn ich jetzt gerade die Änderung der IDs höre, inwiefern wird das beeinflusst? Nee, die IDs fallen weg. Ja, keine Ahnung, kannst wahrscheinlich nicht mehr eingeben. Das ist ja das Krasse, du kannst nicht mehr eben wie jetzt eingeben. Die wollen mich doch veräppeln, oder? Ja. Jungs, ich bin raus. Nächstes Jahr spiele ich kein Minecraft mehr. Aber was habt ihr von Verantwortung? Stopp! Sonst kriegt ihr gar keinen auf die Schnauze. Nee, aber das ist ja wirklich blöd, da muss ich die ganzen Namen oder auch auf Englisch dann aussehen, oh nee. Keiner wird sich hinstellen und immer eingeben, slash set wooden trapdoor oder sowas. Ja, du musst auch irgendwas mit Unterstrichen, hast nicht, das kann eigentlich nicht funktionieren, die werden da schon irgendwas Bilderfreundliches machen, wenn nicht, dann schreibe ich den mal. Wie kann man schnell fliegen, einfach slash speed und dann irgendwas Schnelleres eingeben von 1 bis 10. Ich finde euer Buch in der Thalia nicht, dann einfach dort nachfragen, weil dann bestellen die das für dich. Das ist auf jeden Fall möglich. Bei allen Sachen, auch beim Kalender oder so, wenn du das haben willst in der Thalia, musst du dir mal nachfragen. Hier ist so ein typischer YouTube-Kommentar. Ihr redet etwas zu intelligent. Oh, scheiße. Aber das kann jetzt nicht wirklich sein, weil wir haben jetzt nicht gerade unbedingt ein gehobenes Sprachniveau hier am Start. Wir reden ganz normal. Die Leute sind einfach ApoRed gewöhnt. Die sind einfach ApoRed gewöhnt. Crazy! Also wenn euch schon der Standard langsam zu schwer wird, dann oh Gott, solltet ihr vielleicht wirklich mal überlegen, eine andere Sprache zu lernen. Die tiefsten Abgründe YouTubes. Traurig. Mit welchem Plugin baut ihr Organix? Jetzt momentan recht viel mit Shapegoat, weil, ja, sagt ja schon der Name, da kannst du schön mit shapen, also formen, du kannst da coole Sachen mitmachen. Aber größtenteils jetzt wirklich per Hand. Und bei Befehl, es kommt wieder ganz drauf an, was für ein Organics das ist. Wenn, nimm mal an, wir haben eine Statue, die ist recht achsensymmetrisch hier irgendwie, dann kannst du das mal rüberflippen oder sowas, aber ansonsten eigentlich nur per Hand. Und wenn dann mal noch größeres Organic wieder am Start ist, dann wird das Ganze bei mir jetzt nur mit Voxel Sniper gemacht und dann auch wieder mit Hand gesmoothed. Also im Endeffekt baut es alles so mit Hand. Kennt ihr der Hobbit / Herr der Ringe? Ja klar, übster Fan von. Okay, da baut jemand Erebor. Erebor? Ja. Ach du Scheiße, das ist nice. Musst du mal zeigen, wenn du fertig bist. Auf Instagram mal Erebor bauen, Bilder hochladen und Pixelbeast drauf markieren oder so. Ich schaue mir das eigentlich immer an, alles. Bei Instagram schreiben richtig viele Leute immer mit den privaten Nachrichten, aber das kann man nicht mehr beantworten. Das sind zu viele Leute, die da schreiben. Deswegen macht es lieber nicht. Aber auf Instagram folgen könnt ihr mal, wenn ihr Bock habt. Da laden wir so oft Sachen hoch. Ich finde, das, was wir machen, ist eigentlich ziemlich guter Content für Instagram, weil da kann man einfach mal schnell sich das angucken. Jeden Tag oder jeden zweiten Tag einfach schnell mal sich ein Bild angucken und so. Eigentlich relativ schön. Was bedeutet Organics? Organics ist einfach nur irgendwas Organisches. Und Organisches kann eigentlich vieles sein. Zum Beispiel Holz oder irgendwas, was in der Natur rumschwebt. Vieles ist organisch. Und ich würde aber zu dem, was wir mit organisch meinen, ist ungefähr, also so Menschen, Tiere, alles, was lebt halt und sich bewegt. Aber auf jeden Fall meistens ist es einfach nur das Bauen von Menschen oder Tieren gemeint. Willst du ein bisschen mitmachen? So, also, ja, vielleicht schon. Ein paar Wege und so. So Gameplay und sowas machen würde ich richtig gerne. Ja, genau, das meine ich. So Wege anlegen, vielleicht nochmal ein, zwei Leuchten und so weiter. Oder hier zum Beispiel, dass man diesen Stein hier nutzt und vielleicht noch so ein bisschen stützt oder so und hier unten drunter ein kleines Lager macht oder so. Ah, das ein Banditenlager oder sowas, keine Ahnung. Gar nicht machen. Bin ich auf jeden Fall mal dabei. Ich habe schon lange nicht mehr so richtig zu zweit gebaut hier. Meinst du wirklich Banditenlager oder meinst du einfach nur so ein kleines Lager? Ich weiß nicht, vielleicht? Wir können einfach, ich würde sagen, ein Lager und dann machen wir ein kleines Lagerfeuer hin oder sowas, keine Ahnung, dass ja, da irgendwas ist so. Ja, ja. Ich würde aber hier so ein bisschen weiter reingehen dann noch. Alter, Replace-Tool ist einfach das Beste, was es gibt auf diesem Planeten, finde ich. Ich weiß nicht, wie viele Blöcke ich in meinem Leben mit diesem Replace-Tool schon gesetzt habe, aber... Ich habe das bis jetzt immer noch nie genutzt. Muss mir mal ganz kurz zeigen, wie das geht. Hä, echt nicht?
Nee. Ich finde, das ist das beste Tool überhaupt, was es gibt. Da so und mit Linksklick nimmst du den Block, den du haben willst, mit Rechtsklick setzt du ihn. Ja, das ist ja noch einfacher als... Oh, lol. Du brauchst halt irgendein Tool in der Hand und dann übel easy. Wie lange streamt der? Boah. Ach, du geile Scheiße. Revolutioniert mein Leben mal ja komplett jetzt. Ich kannte das schon, aber ich habe das jetzt nie so als äußerst sinnvoll. Ach, du weißt aber, das ist ja richtig cool. Der gefällt mir echt gut. Ich finde das sehr, sehr sinnvoll. Siehst du, selbst als etwas erfahrener Bilder kann man auch noch Dinge lernen. Ja. Was zeigt auch wieder, selbst als jemand, der viel Ahnung hat, kann man von jemandem, der nicht so viel Ahnung hat, wieder was lernen, weil ich habe auf jeden Fall, was Bauen angeht, deutlich weniger Ahnung. Mhm. Und trotzdem konnte ich dir gerade noch irgendwas zeigen, was du noch nicht kennst. So, und das war's auch schon wieder mit dem Video. Hat euch das Ganze gefallen? Fandet ihr es unterhaltsam? Habt ihr irgendwas gelernt? Was wünscht ihr euch sonst so für Themen von uns? Sollen wir mal über irgendwas Spezielles reden? Wenn das so ist, dann schreibt es uns unten in die Kommentare. Außerdem könnt ihr gerne auch mal in der Infobox Franjos Twitter-Account und meinen YouTube-Kanal auschecken. Und wenn ihr Pixelbeaster mögt, dann abonniert uns doch links oben oder rechts. Könnt ihr euch ein anderes Video anschauen oder links unten mal bei unserem Shop vorbeischauen. Danke für eure Aufmerksamkeit, haut rein und cheerio!